Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tim Wieses Road to WrestleMania. Offensichtlich paktiert Tim Wiese mit der Authority und The Shield und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wow, du hast gegen Daniel Bryan gewonnen. Das sollte dir eine Chance auf den Hauptkampf gegen Randy Orton bei der nächsten Pay-Per-View bringen. Dann werden wir sehen, wer das Gesicht der WWE ist. Aber Randy Orton ist doch bei The Authority, oder? John Cena. Das wird immer lächerlicher. Ich habe gerade ein Match vom General Manager zugesagt bekommen. Daniel Bryan und ich gegen die Faces der WWE. Tim Wiese und Randy Orton. Oh, das ist ein schönes Match. Ohohoho. Ein richtig geiles Tag Team Match. Wir zusammen mit Randy Orton, mit unserem ehemaligen Erzfeind. Und da werden sie schon angegriffen. Geil. So, und jetzt geht es ihnen an den Kragen. Wir haben den Vorteil. Und es ist schön, Heel zu sein, muss ich sagen. So, los geht's. Bums. Und Tamina jubelt uns natürlich zu. Irgendwie passt sie schon zu Tim Wiese, finde ich. Irgendwie passt die schon dazu. Und die sind extrem geschwächt, John Cena und Daniel Bryan. Man sieht's hier. Oh, jetzt Konter von Bryan. Und das Comeback. Das wird nix, Kumpel. Das wird nix. Und Neck Drop. So, wir machen mal das Pad hier weg. Bums. Oh oh. Nein. Zack. Und da kommt er. Da! Archetype Backbreaker. So. Alter! Na gut, dann kommt eben John Boy. Komm her! Sehr schön. Und wieder die Lariat. Und das kennt er schon. Oh, das muss so wehtun. Und the end. Aber wir haben noch nicht genug. Wir wollen zumindest mal Sekündchen Randy Orton einwechseln. Obwohl, wir werden ja gegen ihn kämpfen. Ich finde, er hat das eigentlich gar nicht verdient. Oh, schöner Konter hier von Cena. Bekommen wir jetzt das Comeback? Nein. Doch. Wir bekommen das Comeback ab. Das tut weh. Und Cena jetzt mit dem Signature. Und eigentlich will ich nach draußen, aber es geht nicht. Ich kann nicht raus. Cena will eindeutig den Five-Knuckle-Shuffle zeigen. Bekommt es aber nicht auf die Reihe. Und Tim liegt einfach nur da und macht gar nichts. Jetzt kommt er auf die Beine. Oder auch nicht. Doch. Jetzt aber. Bups! Krachender Big Boot. Oh, Hot Tag zu Daniel Bryan. Jetzt muss Tim wieder einstecken. Randy fliegt vom Apron. Und die Faces wehren sich hier. Oh! Krasser DDT. Und es geht nach draußen erstmal. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Tamina ist irgendwie keine gute Hilfe hier. Auch wenn sie schön jubelt. Und bups! Belly to belly. Und wir verhöhen ein bisschen Randy Orton noch. Na komm, ich helfe dir hoch. Will man nicht so sein. Ah, schöner Konter hier von Bryan. Und wieder der Belly to Belly. Wahnsinn. Der Tim. Boah, Alter. Ich wollte ihn eigentlich... Boah, schön.
Ich wollte ihn eigentlich gegen den Ringpfosten hämmern, aber das hat nicht geklappt. Nehmen wir den. Babs. So, erstmal kurz Ausdauer regenerieren noch. So, Daniel. Ach komm, Daniel, du Langweiler, du. Guck mal. Babs. So, zittert Anlauf, Abstoß. Big Boot gegen Cena. Und jetzt, das müsste reichen. Eins, zwei, drei. Jawohl. Sehr schön. Keine Siegesfeier, aber ein Klassiker. So will ich das sehen. So, ich will nur sicher gehen, dass wir zwei gesunde, unverletzte Kämpfer für den Pay-Per-View-Hauptkampf haben. Okay. Wieso steht jetzt nichts auf dem Plan? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Vorbereitungsmatch gegen Roman Reigns oder Dark Match gegen Brock Lesnar? Wir nehmen das Dark Match. War es das jetzt mit der Story oder was? Bin ich jetzt... Ich wollte doch eigentlich... Na gut, vielleicht ist es einfach nur eine Woche Pause. Kann natürlich sein, wir vermöbeln Brock Lesnar. Und das ist auch schön. Bams! So. Weg damit. So, Brocky. Aber wir könnten mal wieder unser Mr. Countout-Gimmick auspacken. Auch immer gut. Powerbomb. Das tut weh. Bums. 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 So, Four Count hier schon. Es wird garantiert nicht reichen. Und... Babs. Das tut weh. Bam. Komm nochmal. Einmal geht's noch. Okay, jetzt wird's, glaube ich, ein... Shit, jetzt ist es ein Draw geworden. Naja, das ist der Wut von Tim Wiese geschuldet. Das war ein grottenschlechtes Match. Ja, enttäuschend. Ein halber Stern. Macht aber nichts. So. So, wir haben zwei gesunde Kämpfer. Jetzt konntest du ja darüber nachdenken. Soll ich dein Mentor sein? Oh ja, natürlich. Großartig, willkommen im Luxusleben. Du wirst Ric Flair in nichts nachstehen. Geil. Ich bin Triple H Schützling. Was sagt man denn dazu? Oh, Randy Orton. Oh, Royal Rumble. Ich glaube, das ist der Aufbau für WrestleMania, Freunde. Was? Wer hat jetzt gewonnen? Habe ich gewonnen? Bin ich jetzt der Champion? Ich glaube, ich bin der Champion. Ein Screwjob gegen Randy Orton. Randy Orton wurde gescrewt. Das würde mir extrem stinken, Randy. Randy Orton wurde gescrewt. Das hat fast so ein bisschen an... Naja, nicht nur fast so ein bisschen, sondern es hat extrem an Bret Hart erinnert. Darf ich vorstellen, Tim Wiese, das neue Gesicht der WWE. Wer nicht mit höchstem Respekt behandelt, bekommt Ärger mit mir. Alter, ist das geil! Boah, wir haben Triple H als Manager freigeschaltet und Dean Ambrose als Manager. Bitteschön. Und Seth Rollins als Manager. Und Roman Reigns als Manager.
Und trotzdem ist John Cena der neue Champion. Warum auch nicht? Nicht weinen, Tim. Wir haben einen neuen Manager. Was? Wieso kann ich den dann nicht auswählen? Kann ich ihn mir kaufen? Yo, ich kann ihn mir kaufen. Komm, wir holen uns gleich mal Triple H. Triple H ist unser neuer Manager jetzt. Ja, ich sag mal, tschüss Tamina, ne? Ich hab Triple H, ey. So, was ich noch ganz kurz nachschauen wollte. Nein, das wollte ich nicht sehen. Ich wollte den Move Deep sehen. Halte LB gedrückt, während du Y drückst. Okay, wir können nämlich eigentlich den Finisher klauen unseres Gegners. Und das ist schon extrem geil. So, Dark Match gegen Corey Graves, Vorbereitungsmatch gegen Big Show. Wir nehmen das Vorbereitungsmatch als Face der WWE. Auch wenn wir irgendwie nicht Champion geworden sind. Finde ich ein bisschen unrealistisch, ehrlich gesagt. Wenn man eine Cutscene bringt, in der Randy Orton gescrewt wird im Championship-Match und dann sind wir gar nicht der neue Titelträger. Schöner Konter hier von Wiese. Und wir werden heute versuchen, den Knockout-Punch gegen Big Show durchzubekommen. Das ist heute mein Ziel. Oh, der war voll daneben. Der nicht. Komm, ich helfe dir auf die Beine, Big Show. Ha, Konter! So. Schön, wie er sich überschlägt, der Riese. Alter, ich will jetzt gerne... Jetzt. Jetzt klappt's. Oh. Nein. Oh. Bums. Das tut weh, Freunde. So. Leg Drop. Crushing, genau. Und Triple H feiert uns. Ich dachte, wir hätten gekontert. Jetzt kontert er mit dem Belly to Belly. So, komm her. Das wird ein Squash, Freunde. Hopp! Bums! Ich bin gespannt, ob wir Heal-Punkte dafür bekommen, dass er seinen Finisher klauen. Oh, oh. Alter! Ich wusste gar nicht, dass der sowas kann. Naja, gut. Aber ich kann das hier! Bums! So, Kumpel. Guck mal. Guck mal, was ich habe. Bums! Knockout Punch! Gegen The Big Show! 1, 2, 3! Mit seinem eigenen Finisher geschlagen. Sehr geil. Tim Wiese klaut den Knockout Punch. Und der sitzt. 1, 2, 3. Geil. Dann nochmal. Bams. Geil. Und Triple H, natürlich. Ist das schön mit Triple H. Ja, ist das schön, wenn man das Face der WWE ist. Das ist doch wunderbar. Yeah! Völlig zu Recht feiert er sich da. Cool. So, wir schauen uns mal das Match an. Ein Klassiker natürlich. So. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Es bleibt spannend, denn es geht auch in die Road to WrestleMania. Beziehungsweise jetzt müsste dann demnächst WrestleMania anstehen und das wird unser finaler Pay-Per-View. Das heißt, bald ist es vorbei. Leider. Macht's gut. Ciao.